Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist sicher beim ganzen Trainingsaufbau, dass man sehr genau und akkurat schauen kann, in welcher Verfassung der Organismus sich befindet und ob die Zeit da ist, den neuen Reiz zu setzen oder ob man noch mehr regenerieren muss. Ich glaube, es gibt für Sportler wie für Trainer gibt es eine Möglichkeit, um die Trainingssteuerung noch viel genauer zu machen. Die Trainingssteuerung ist das eine und das andere ist aber auch der mentale Aspekt. Das Lebensfeuer bietet die Chance, dass man einfach auch mentale und psychische Vorgänge in einem Sportler unglaublich genau eruieren kann und diese auch bewusst machen kann für den Sportler. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert, wie akkurat und aussagekräftig das Lebensfeuer genau auch auf diesen mentalen und psychischen Ebenen funktioniert. Ja, Sie können natürlich auch Ihr Gefühl, das Sie haben, wie validieren und sichtbar machen, weil als Sportler bist du doch vielfach wie den Tränen ausgeliefert. Das sind meistens Sportwissenschaftler, die haben das gelernt und die wissen, wie das geht. Das, was im Handbuch steht und eigentlich optimal gemacht wird, ist aber nicht immer das, was dem Körper und Organismus des Sportlers entspricht. Und somit hat der Sportler ein Bild, das er dem Trainer zeigen kann, dass er es doch richtig fühlt, wenn er sagt, hey, ich brauche jetzt eine Pause. Nicht, dass die Pause dann kommt wegen einer Verletzung, sondern dass er die freiwillig nehmen kann. Und ich glaube, das ist ein unschätzbarer Wert, dass das Lebensfeuer für Sportler haben kann.